Hallo, liebe Freunde von Feuerwehr in Sandrock. Ja, Benji guckt hier noch ganz fasziniert zu. Wie Katzen manchmal sind, gucken einfach irgendwo in die Gegend rum und sehen Gespenster. Ja, Amira liest hier Buch, während die Bude hier noch brennt, aber in Sandrock hat man die Ruhe weg. Ja, das ist kurios, aber gut. So, das dauert jetzt ein bisschen, noch mal zum ersten Mal wieder die Umgebung laden. So. Ah, da kommt schon unser treues Blümchen an. Komm, wir reiten mal Jan nieder, den Fiesling. So, hat er auch jetzt davon. So, wir müssen bald fertig werden mit unserem Sortiment hier. Ups, bremsen! Oh, Nemo ist wieder zurück und legt sich hin und pennt. Süß. Ja, der liegt sich auch an. Wer schnarcht denn jetzt so, Nemo oder mein Noodles-Doodles? Es ist nicht zu unterscheiden, muss man sagen. So, hier mal auch noch einiges Zeug. Sehr gut, sehr gut. So. Wir brauchen jetzt für unsere Hauptmission Something is in the Air. Noch 2 Chromium-Stahlplatten, sind wir durch. So. Das heißt, wir brauchen hier hauptsächlich einfach nur Chromstahlstangen. Jetzt hüpft nicht auf Nemo rum. So, hier müssten wir noch welche haben. Wir brauchen Eisenerz. So, das ist noch das Hauptproblem. Eieiei, das müssen wir uns noch besorgen. Und dann haben wir es eigentlich. Eine fehlt noch. Wir könnten noch 2 Manganstahl-Messer machen. Und machen wir die, dann läuft das Ding hier wenigstens nicht umsonst. Da müssten wir halt jetzt Eisenerz noch besorgen am nächsten Tag. Dann sind wir hier durch. Oder wir kaufen das drüben. Können wir natürlich auch machen. Läuft Sandy rum? Druckanzeigen. Ja, die habe ich noch nirgendwo bekommen, aber gut. Vielleicht kommt es ja. So, dann können wir jetzt eigentlich auch Feierabend machen. Würde ich mal sagen, weil so viel kommen wir jetzt hier eh nicht. Weil die Zeit läuft. Und dann möchte ich für den nächsten Tag, falls da irgendwas besonders ist, doch lieber den Boost mitnehmen, den wir dann kriegen fürs Kämpfen und so weiter. Mehr Erfahrung. Und so. Jo, wunderbar. Wo laufe ich mal hier rum zur Abwechslung? So. Keiner steht hier und will irgendwas. Keine Post, keine Hiobsbotschaften, keine Liebesbriefe. Ja. So. Apropos Nemo. Genau. Braves Hundi. Moment. So, du wirst jetzt. Nee, ist auch wurscht. So, du gehst mal wieder ein bisschen graben. Das machst du am liebsten, wie es aussieht. Husch, husch. So. Hier haben wir nochmal Eisendraht fertig. Da läuft er. Fleißig, fleißig. Hoppelt er davon. So, wo ist denn unser Coco? Die hat sich hier verdrückt irgendwo. Ah, die sammelt noch Wasser. Ah. Okay. Huch. Ah, ja, flott. Der ist hier wieder weg. Ja, wir haben sie zumindest gesehen. Hallo. Nudels, Nudels, wie geht's dir? Du altes Rindviech. So. Hier haben wir auch wieder ein bisschen was zu. Okay, da läuft der Hund. Keine Angst, der will nur spielen. Naja. Hoffen wir mal. So, das hier ist auch alles. Das können wir schön einsammeln. Blutsteine. Wir Blutsteinkerne. So, flop haben wir die auch. Dann können wir Amiralein auch schon mal wieder ein bisschen beglücken mit unseren, also mit unseren Blutsteinen. Nicht falsch verstehen. So. Dann brauchen wir noch dieses verdammte Chromerz. Beziehungsweise, Quatsch, wir brauchen Eisenerz. Für Chromstahl brauchen wir Eisenerz, logisch. Warum auch immer. So. Das können wir uns jetzt entweder kaufen oder nochmal durch mühselige Arbeit in den Minen uns wie ein guter Zwerg heranschaffen. So, wir nehmen den direkten Weg. Vorsicht, hier am Ameisen. Ameisen. So, früher Morgen. Hallo Leute, ist hier schon was los? Hier ist kein Mensch. Ist, also okay. Oh, Kokos fertig.
So. Ja, wir haben 4% Rabatt. Ja. Ist jetzt wohl. Komm, wir kaufen hiervon auch noch mal ein bisschen was. Haben wir das auch? War nur ein. Okay, schade. Moment. Ne, der hat das hier nicht. Das wäre zu einfach. Naja. So, dann haben wir das Zeug. So. Wo läuft denn Amira rum? Ups. Ups. So. So, was hat denn Coco eingesammelt? Tau 23. Drei Wasser, sieben Sandwürmer. Die weiß, was ich mag. Und Skorpster. Also zwei Skorpione. Braves Eulchen. Sehr braves Eulchen. So, dann können wir sie ja nochmal herbeirufen. Die entspannt irgendwo. Da ist sie ja. So. Antreten zum Rapport. So, erstmal. Huhu. Natürlich. Und da sie so brav gesammelt hast, kriegst du natürlich auch deine Streicheleinheiten. Ups. So nicht, dass Blümchen noch eifersüchtig wird hier. So. Das gibt auch nochmal plus 1 wieder. Und dann können wir dich wieder zur Arbeit schicken. Sammeln. Ja, machen wir mal den normalen Sammelauftrag. Da freut sie sich. Das macht sie gern. So. Weg damit. Ja. Dann bauen wir jetzt mal so viel Chromstahlstangen, die wir machen können. So, wir ballern jetzt alles raus hier. Das Ding ist eigentlich auch relativ überflüssig. So, wir könnten noch mal ein bisschen Plastikschrott haben wir ja auch wieder. Noch mal ein bisschen Eisenschrott recyceln. Dann kriegen wir auch noch mal wieder ein bisschen Stahl. Kann man auch immer gebrauchen. So, auch Aviol-Gummiringe. Oh je, das eine gute Sache ist. Jetzt wieder Chromstahlstangen. Die brauche ich selber. Gefüllte Pilze. Teamletter. Hm. Gut. Also, unsere Hauptsachen sind in der Mache. Unsere Tierchen sind alle unterwegs. Ansonsten steht heute nichts an. Das ist aber der letzte Tag des Monats. Oh. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auf Rang 1 bleiben hier. Also schnellstens. Okay, die sind auch wieder unterwegs. Amira finden. Wie ist da hinten? Mhm. Wir nehmen mal den direkten Weg hier. So. Schnellste Verbindung ist immer eine gerade. Haben wir in der Geometrie gelernt, oder wie das hieß. Oh, Coco sitzt hier. Ja, fleißiger Vogel, fleißiger Vogel. Ach, die ist da hinter diesem Baum da wieder. Okay, okay. Gut. Darum braucht es auch immer diese Sonnencreme. Bitteschön. Danke, ich hoffe, du musst dich dafür nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bitte dein Lohn. So, haben wir nochmal 55 Ruf der Werkstatt. Sehr gut. Dann können wir noch gleich nochmal quatschen, wenn du schon hier bist. Mein Bruder und ich arbeiteten in der gleichen Shop, aber er decided he had bigger plans. I will say, I enjoy the peace and quiet. Ja, das sah zuletzt nicht ganz so aus, als ob du diesen Frieden genießen würdest. Schon nach Schumblett. Das ist ein schönes touristisches Bild. Finde ich jetzt. So, wenn du schon mal hier bist. Ich habe noch ein wunderschönes Geschenk für dich. Keine Ahnung, was habe ich denn gerade? Habe ich irgendeinen Krempel gemacht letztens? Das hier, Kristall. Was ist denn den hier? Okay. Ich sammle mal Zeug ein. Oh, hier so ein Knochenring. Oh, ich muss mal wieder mein Inventar loswerden. Hier. Oh. Sorry, das war das Falsche. Ups, das hätte ich nicht schicken dürfen. Okay, dann spielen wir nochmal kurz Hund, Katze, Maus, damit wir die Minuspunkte wieder reinholen. Das geht. Gut, Knochenringe sind nichts für sie. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ah. Plus 2. Okay. Dann haben wir das zumindest wieder ausgeglichen. Mal sehen, ob wir noch ein bisschen mehr rauskriegen.
Aha. Die hat aber ein gutes Blatt. So, und damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Oh, okay. Plus 2. Okay. So, damit haben wir es wieder rausgeholt. Was ist? Muss ich noch was sagen? My brother and I used... Das ist jetzt komisch. This... Was? Hä? Ja. Nettes Gespräch. Okay. Das war jetzt seltsam. Gut, ist hier noch irgendeine Katastrophe oder so? Irgendwas, das unsere Aufmerksamkeit will? Nee. Gut. Dann können wir uns ja wieder unseren Arbeiten hier widmen. Eine Holzkiste hier. Ist irgendwas drin? Ein Quarz. Okay. Oh, ein Vogelnest haben wir bekommen. Da können wir nochmal gucken, was da drin ist. Haben wir noch 5 Sandbären. Hier. Und da haben wir 4 Golds und eine Pflanzenfaser und eine Feder gefunden. Okay, da war eine libysche Elster drin in dem Nest. Anscheinend. So. Schöner Naturschutzpark hier. So, jetzt reiten wir mal hier quer rüber. Ah, hallo, Unschuhe. Hey there. Mach die Hand. I hope to achieve the rank of deputy. Eines Tages auf jeden Fall ganz Hilfsscharren zu erreichen. Wie das geht, muss ich mir noch erklären lassen. Ja, frag mal die Katze. Was ist er denn jetzt eigentlich vom Rang? Hilfs-Deputy Sheriffs aus Hilfe? Man weiß es nicht. Also. So, ich wollte mal bei Schieren reingucken. Vielleicht haben wir nochmal eine Maschine, die wir da uns erforschen lassen können. Dann haben wir die bald alle. Hallo, wie geht's? Mir ist aufgefallen, dass du dich ständig mit Leuten in der Stadt unterhältst. Ich hatte angenommen, dass du das aus irgendeinem Grund tust, aber wenn das so ist, warum sind unsere Unterhaltungen dann oft so substanzlos? Was? Zieh dich erstmal richtig an, Mensch. Also, was ist denn für ein Problem? Okay, den Ofen werden wir uns jetzt dann als nächstes holen. Dann haben wir Advanced Cooking Station. Okay. Mhm, gibt es alles fortgeschrittene Geräte. Okay, gut. Sehr schön. Okay, dann ist das auch in der Mache. Mal sehen, wenn wir die neuen Materialien dann alle haben, können wir dann da auch loslegen. So, wollte ich nochmal einen Abstecher ins Museum machen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Neues haben. Na, was läuft hier in unserem Vermögensanlageunternehmen? Der Austausch mit dir hat mich auf eine Idee für einen neuen Themenpark gebracht. Alle Teilnehmer oder Teilnehmerinnen bekommen einen Mini-Workshop, in dem sie Aufträge halten und mit fantastischen Maschinen spielen können. Ich werde ihn Handwerkerwelt nennen. Wo alle deine Träume als Handwerker wahr werden. Bilderworld. Ja. Okay. Könntest du auch Hörmann wieder Hämmert nennen. Oh Gott. Ja, mach das ruhig, aber beteilige mich nicht damit daran. Also, da habe ich wieder 2000 Golds minus. Ja. Bilderworld. Mhm. Ja, gut, für viele Heimwerker-Kings so zu Hause wäre das was, ne? Warum nicht? Und dafür fehlt mir was. Hm, was fehlt mir denn bei diesem komischen Otztag-Ding? Also da fehlen mir alle Beisachen. Hatte ich von diesen Mirausis? Wie heißt der nochmal? Miausis. Ah, die 2 Teile fehlen mir auch immer. Gecko Station. Hm. Ja, 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 ja. Wird das dann jemals zusammenkriegen hier, ey. Das ist... Hier irgendwas zum Reinschmeißen hier, diese Ausstellung. Einen alten Staubwedel von uns oder sowas.
Und die beobachtet mich. Ich wollte hier nochmal gucken, ob alles ordentlich einsortiert ist. Und könnte unsere alten Schuhe hier reinstellen. Ich weiß nicht. Die sind haben also Löcher. Also lassen wir mal. Was habe ich denn da im Inventar? Was soll ich denn mit so einem doofen Stein da? Machte mehr Sinn. Tun das mal rein. So, mit den Steinen kann ich überhaupt nichts anfangen, diesen komischen Wurfdingern da. So, fangen ist wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Wir könnten natürlich mal gucken. Hier hat er ja nichts aufgebaut. Hallöchen! Da oben eigentlich. Hier haben wir mal einen Raum. Ah, okay. Relativ karg, hatte ich nicht mal einen Mantel. Karg aus hier. Okay. Naja, die können wir jetzt ja selber machen. Von giftschützenden Dinge haben wir auch. Gut, also die sind ausgeflogen, die Vögel, im wahrsten Sinne des Wortes. Also inklusive X. Hinten läuft Andy rum. Okay. Und da ist ja Fang. Komm, Lümchen, den fangen wir uns. Gucken wir doch mal mit dem Quatsch. Macht er denn auf den Friedhof? Vielleicht wollten wir das gar nicht wissen. Nein, Versuchsperson, Versuchsperson, fang! Ich mag's ja, Sisal. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, plus zwei, Wahnsinn. Immerhin. Immerhin. Ich dachte, jetzt sagt mal was zu der aktuellen medizinischen Situation hier, aber. Ja, gut, dann nicht. So, haben wir sonst hier noch irgendwas? Cooper will irgendwas? Cooper will dauernd irgendwas. Der nervt mich schon langsam. So, nee. Dann können wir eigentlich auch einen kleinen Abstecher noch wieder zurück nach Hause. Mal gucken, ob unsere Krummstahlstangen fertig sind. Damit wir uns in das nächste Abenteuer stürzen können. 8, okay. Jo, aber zur Post, bitte. Hui. So, dankeschön. Wer ist das überhaupt? So, ah, Vivi wollte irgendwas, ne? Was will die denn eigentlich? Oh, Fred, könntest du so nett sein und deiner Oma Vollmondarmband bringen? Dankeschön. Ja. Catch you later. Wenn ich wüsste, was das ist. Was ist denn ein Vollmondarmband? Hallo, Miran. Sieht man auch selten hier rumlaufen. Hallo da unten. Wo ist sie denn? Die kann ich aber nicht streicheln jetzt, ne? Okay. Okay, wir sind jetzt vom Pferd vom Blümchen gekommen. Nein, es kann schön sein, sich eine Pause von Aufträgen zu gönnen und Zeit im Garten zu verbringen, oder? Ich lasse nicht nach. Nein, ich trage meinen Teil dazu bei, dass Sandrock ein grüner Ort wird. Das ist doch wichtig, oder? Ja, mach. Es ist überhaupt kein Problem. Also. Max, einen Kupferbarren. Plus 3, oder? So, das haben wir auch. Was wollte ich jetzt für ein Ding? Hallo? Ich will da rein. So. Okay, wir sind noch oben. Wir haben da einen ganz guten Abstand diesmal. Oh, mir anhand aber auch wieder gearbeitet. Trotz ihrer Gartenarbeit. Die sind allerdings hier. Als Fame. Hier liegen ja schon wieder so Sachen. Ja? Ich dachte, das ist nur einmal in der Woche. So. Ist ein Ding. Oh, das hab sogar ich gefunden jetzt. Danke. Okay. Nochmal 5. Das ist jetzt wieder der Anfängermodus, oder wie? Zweimal ein Maschinengewehr. Wer hat das denn fallen lassen?
9. 65 Golds, okay. Ja, warum nicht? Nochmal. Ja, also was machen die denn hier mit ihren Waffen? Das ist ja... Kriegt man ja die Tränen, okay. Was ist das für ein Ding hier? Achso, diese... Schießbudenfiguren oder so ähnlich. Oh, sind da jetzt gerade reingekommen? Ja. Sehe ich jetzt so im ersten Blick, zweiten, dritten Blick auch nichts jetzt hier so direkt als Unterschied. Ah, raffiniert. So nicht. So nicht, Freunde. So. Das wird hier kniffliger, glaube ich. Jetzt kein Unterschied. Gut. Jo, sieht alles komplett gleich aus. Also, was soll man da sagen? Tja, vier Dinger, viereckig. Okay. Jetzt hätte man eine Zeitkapsel nehmen sollen. Da ist auch ein Schloss dran, wenigstens. Ja, das ist echt interessant jetzt hier. Herrgott noch mal, hier mal eine Sache. Oh. Ich bin schon ein bisschen blind hier, ey. Jetzt habe ich aber erschrocken. Ja, okay, das haben wir nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass ein Tod ankommt. Okay. Ach, der hat sich hier eingeschlichen. Ja, geh mal schön wieder hier die Wertung fälschen. Ja, ja, mach ruhig. Uiuiui, das aber auch. Das war sehr schwierig, Blümchen. Das kannst du mir glauben. Mann, ey, das ist ja, da müsstest du studiert haben für sowas. Keine Ahnung. Ich habe ja auch so ein Avio-Schild hier. Ach ja. So, haben wir jetzt hier genug Chromstahlstangen? Ja, die brauchen mal recht lange, die Dinger. Nee, auf dem Weg. So. Zwei Chromstahlplatten können wir jetzt noch machen. Damit müssten wir eigentlich, ja, genau, alles haben. Wir haben reichlich Eisenriegel, die haben wir sowieso, wir haben Eisendraht. Und so, dann sind wir hier eigentlich gut durch, Freunde. Dann, wenn wir da alles überleben, könnten wir hier nochmal gucken, was wir hier noch irgendwelche Aufträge annehmen können. Ein Filterkerl. Ne, zweimal sogar. Oh, der bringt aber echt Knete. Filterkern. Was braucht man dafür nochmal? Könnte man wieder ein bisschen Wasser machen. Hui, ja, viel. Leder könnten wir auch machen. Machen wir nicht so viel. Weg. Ein Filterkern. Die Dinger werden wohl auch nie mehr brauchen. Na, davon. Okay.
Okay. Um zwei zu machen, brauche ich mehr Kupferrohr und Fasergewebe. Ah. Das muss ich erstmal finden. Okay, das ist dann nicht so einfach zu machen. Gut. Und dann lasst man das erstmal. Dann müsste ich erstmal wieder Gecko Station rein. Es gibt aber nur 694 Schalltafeln. 4 Stück. Für Heidi. Da haben wir zu wenig Schaltkreise. Die müsste man dann erstmal wieder finden. Geht auch nicht so einfach. Gut. Dann können wir eigentlich nur diese läppischen Kunststoffrohre dann machen. Die Segeltuch wird am Leben nicht bekommen. Ja, da müssten wir einfach. Na gut, wir müssten hier mal wieder ein bisschen was anbauen. Das ist halt die Frage, ne? Aber ja. Ich bin hier gerade Samen dabei oder habe ich die alle weggetan? Ah, die habe ich alle weggetan, okay. Wie geht es denn euch, Bäumchen hier? Und Wasser wollen die keins. Er könnte mal was Dünger gebrauchen, okay. Außerdem könnten wir hier ernten. 51 Kastanien und hier. Kaffeebohnen und Teeblätter! Juhu! So. Dann heißt es, dann können wir das nächste Mal, wenn einer Teeblätter möchte, das wahrscheinlich erledigen. So. Halleluja, wir haben 81 Teeblätter. Wir könnten einen Teeschraub aufmachen. Ja, Nudelzudels, du sagst es. Oh. Wird denn gerade hier abgeliefert? Okay. Kupfererz, Zinnerz, Eisenerz, Manganerz, Chromerz. Das war unser kleines Hundi. Oh, also Elsie. Na? Jeden Tag auf die gleichen Dünen zu schauen, kann sich ein bisschen trocken anfühlen. Aber hey, wenigstens habe ich immer dich, meinen besten Freund. Oh. Das ist so nett. Ja, was schenkt mir die dafür? Hm. So richtig was dabei habe ich jetzt hier nicht, glaube ich. Wie wär's mit dem Skorpion? Bloß hier. Ein Mädchen kann nie genug Köder haben. Was haben wir hier? Oh, den werde ich als nächstes nehmen. Interessant. Keep an eye for critters, ja. Die freut sich über den Skorpion. Okay. Oh ja, ich glaube, das wäre auch die einzige hier in dem ganzen Ort, die das zu schätzen weiß. Ja, warum nicht? Oh, unser Hilfs-Sheriff. Zum Glück passt er auf uns auf. Bei diesen anderen Knallchargen weiß ich mir nie. Hallo, Vivi! Hallo! Hallo. So, hier haben wir dann Tee. Der beste Tee aus, Fredsgarten. Nun, danke, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin sicher, die Familie wird das neue Gericht lieben, das ich mir ausgedacht habe. Tee? Was sieht sich noch? Achso, ein Vollmondarmband, ja! Ja, ja, Vollmondarmband, ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Okay.
Hab ich das schon mal gemacht? Keine Ahnung. Vollmondarmband. Raues Tuch. Captain, ja. Okay, Captain Penti wieder. So, dann haben wir das auch erledigt. Und noch am selben Tag. Das heißt, wir haben auch nochmal einen schönen Bonus dafür gekriegt. Genau. Und dann dürfte Jan für uns kein Problem sein hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das läuft alles hier. Wunderbar. Das ist auch in der Mache. So. Hier könnten wir noch mal Hautcreme machen. Gegen Verbrennungen. Könnte auch nicht schlecht sein. Dünger können wir auch noch mal machen. Achso, die Warteschlange ist voll. Klar, danach. Nur keine Hektik. So. Hier haben wir auch noch... davon haben wir noch einiges, ne? Okay. Ausdauer, ich glaube Ausdauer brauchen wir nicht, weil wie Aufwand ist denn das? Das ist ja billig herzustellen, da kriegen wir 109 Lebenspunkte wieder. 3 Lebenspunkte alle 2 Sekunden für 30 Sekunden. Können wir auch günstig machen. Wir müssen da wahrscheinlich eher so mal so Sachen einpacken, die uns dann eben Lebenspunkte und sowas geben. Denke ich mal. Wenn es ins Gefecht geht oder so, hart auf hart. Das geht mal flott. Dein Haus hat die Aufgabe erfüllt. Da, oh, hier sind ja alle schon zurück. Ja, richtig fleißig heute. Sandres haben wir bekommen. Federn, Kaktusfrüchte und Sandbeeren. Okay, da kommt ja Nemo ganz munter angedackelt hier. Lalalala. Süß. Da können wir auch mit Rocky reden. Den können wir auch mal Punkte gebrauchen, um Rabatt zu bekommen. How you doing? Hey. Hey, Handwerker, was ist mit dir los? Du bist so klein und kannst trotzdem riesige Dinger heben. Das ist wirklich beeindruckend. Ja, so bin ich. Klein, aber so. Oder wie das geht. Wie war das? So. Das ist in der Mache. Ah, sehr schön. Tata! Talk to Justice. Komm, Blümchen. Wir schnappen uns Justice. Wollen wir ja... Den? Wollen wir der jetzt auch gerade ist? Da hinten? Okay. Ja, da ist doch eh das neue Gebiet. Ah, ja, okay, klar. Der passt da auf wegen dem Gas und so. Damit der Burgess nicht wieder reinfällt. Nochmal grün wird. Ich komme jetzt ganz zuletzt. Es kam ja echt ein Zug. Ich war ganz überrascht. Oh, shit. Was willst du? Hau ab! Was hast du mit Justice gemacht? Oh! Mian already brought us our protective suits this morning, so we're good to go. Ich verstehe ihn kaum. Bring some weapons. Not sure what we'll run into down there. You ready? Mian already brought us our protective suits this morning, so we are good to go. Be sure to bring some weapons. Not sure we'll run into down there. Can I meet you guys later? Still need to prep. Ich muss noch frisch Unterwäsche anziehen, sorry. Oh, totally. No rush. I mean guess ain't going anywhere. Witzbold. Mit Unsure und Justice. Oh je, okay. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier diese unfreundliche Hähne hier erledigen. Es fällt dir eigentlich einfach anzugreifen, wenn ich auf meinem Kamel sitze. So, ausgelacht, mein Freund. Was macht ihr mit diesen Flechten, die dieses Ding dabei hat? Keine Ahnung. Okay, also die sind jetzt hier ordnungsgemäß materialisiert. Hey, hallo? Achso,
Yes, das machen wir. Geht denn hier ab? Ich hab da noch nicht mal einen Schutzanzug, Freunde. War gerade hier am Rätsel so riesige Flusssteine, haben wir auch noch nicht gesehen. Aber mal so winzig klein. Hier ist alles ein bisschen anders in der Gegend. Okay. Ach, nein. Ich hab's doch gerade gesagt. Es ist Nacht, da laufe ich doch jetzt nicht mehr rum. So, ich wollte mal wissen, was hier drin ist. Okay, Blutstein. Oh, nicht schlecht. So, kann man sich das Gebiet hier nochmal kurz angucken, so aus der Ferne? Okay. Ah, daher das mit dem benebelt. Gut, da können wir nicht hin. Aber wir wissen ja schon, da hinten sind diese komischen Viecher. Okay, dann kämpft ihr hier weiter mit den Jäger, ihr zwei Jungs, und ich ziehe mich schon mal um. Okay. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns hier unserem Kampf widmen. Und dann geht's runter. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier in diesem vergasten Gebiet oder was immer das da ist, erwartet. Und was diese komischen, ja, was waren das, irgendwelche Zwerge oder so Viecher, was uns da erwartet. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden uns jetzt mal präparieren und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. Nicht? Ach komm.